In meiner professionellen Laufbahn wollte ich auch immer schon Gedichte verlegen, aber da ich bei Publikumsverlagen gearbeitet habe, war das aus programmatischen Gründen oder vertrieblichen Gründen oft nicht möglich. Nun habe ich meinen eigenen Verlag und als ich den Münchner Schriftsteller und Maler Roman Lippertz das erste Mal traf, erwachte ein alter Traum in mir. Jetzt war ich Verlegerin des eigenen Verlags und jetzt konnte ich auch Gedichte verlegen. Es kostete mich nicht besonders viel Mühe, mein Team davon zu überzeugen. Die waren sehr schnell, genau wie ich, Feuer und Flamme. Und gemeinsam entwickelten wir ein Konzept für eine Dotbooks Lyrikreihe. Ich habe Zeit meines Lebens wirklich ein großes Vergnügen an Gedichten gehabt und schon immer liegt ein Gedichtband auf meinem Nachtkästchen. Egal ob Eichendorff, Rilke, Pablo Neruda, Said. Gedichte spenden mir in schwierigen Zeiten ganz einfach Trost und in guten Zeiten unterstützen sie meine positive Stimmung. Oder sie beenden ganz einfach für mich einen langen Arbeitstag. Roman Lippertz versteht es, den oft flüchtigen Zauber eines Moments, eines Augenblicks in Worte zu fassen und in 63 Mal Liebe versammelt er Gedichte, die das Leben und die Liebe und manchmal auch die Enttäuschungen der Liebe ihm in die Feder diktiert haben. Er gibt uns mit seinen Gedichten tiefe Einblicke in sein Leben und während wir gemeinsam die Gedichte ausgewählt haben für diesen Band, für 63 Mal Liebe, ist Roman nicht nur ein wichtiger Dotbooks-Autor, sondern auch ein Freund geworden. Und wieder einmal war es die Lyrik, die mein Leben auf eine ganz besondere Art bereichert hat. Ich bin überzeugt, dass Gedichte durch die neuen Formen des Lesens, durch die digitalen Formen des Lesens und des Publizierens eine Renaissance erfahren werden. Verlage können auf der einen Seite viel einfacher ihren Autoren Plattformen geben und Leser können auf der anderen Seite viel einfacher Gedichte rezipieren und in ihr tägliches Leseerlebnis einbinden. Jeden Tag ein Gedicht lesen, das ist doch wahres Lesevergnügen. Und wir bei Dotbooks wollen dieses besondere Erlebnis beim Leser durch unsere Lyrikreihe unterstützen. Und mit Roman Lippertz 63 Mal Liebe starten wir diesen Reigen.